Hi, ich stehe heute in meiner Küche. Ihr habt länger nichts mehr von mir gehört, wie immer. Ich habe aber das letzte Mal darüber geredet, dass ich gerne ein Video über meinen Balkongarten machen würde. Und versprochen ist versprochen. Und deswegen stehe ich heute in meiner Küche. Aber ich würde sagen, ich schwätze jetzt nicht länger rum, sondern ich würde euch einfach mal mit in meine Gartenreise nehmen und wie ich das Ganze so angegangen bin und was ich vielleicht auch für Fehler gemacht habe und wie der Stand jetzt so ist. Ich habe im Januar schon angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch schon so ein bisschen Saatgut einzukaufen, weil ich noch gar nichts hatte. Und dann war ich natürlich super gehypt und wollte eigentlich direkt anfangen, aber ja, im Januar ist es wirklich, wirklich noch zu früh, außer so Chilis oder so kann man da vielleicht schon anfangen, die ganz langsam wachsen. Chilis wollte ich aber nicht, deswegen habe ich mich bis in den Februar geduldet. Und im Februar dann Paprika und Tomaten und, glaube ich, auch Kohlrabi angefangen vorzuziehen. Und das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Also mit den Paprika würde ich schon im Februar anfangen. Aber bei den Tomaten haben dann auch viele gesagt, nein. Meine Mutter hat es auch gesagt, nein, erst im März. Das ist zu früh. Und ich dachte, ja, aber manche schreiben, Tomaten kann man schon im Februar machen. Und ich habe mich natürlich, ich habe dann immer das rausgesucht, was mir gerade am besten reingepasst hat. Und dann habe ich gesagt, aber manche schreiben das und deswegen geht es. Ich glaube, das ist gedacht für Leute, die die Tomaten dann schon ein bisschen früher in ein Gewächshaus umziehen können. Aber meine Tomaten waren dann schon sehr groß, als ich sie dann endlich nach draußen setzen konnte und sind wir dann hier drin. Die waren dann schon so 30 cm hoch oder noch höher, sind mir dann schon so ein bisschen im Weg rumgegangen. Deswegen wirklich nur die Sorten anpflanzen, die wirklich sehr früh gehen. Ich hatte die in so Papptöpfen angepflanzt, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Die Töpfe fangen super schnell an zu schimmeln, aber andererseits trocknen die auch total schnell aus. Und es hat jetzt meinen Pflanzen nicht großartig geschadet, glaube ich, aber ich habe dann auch so Plastik, kleine Anzuchtschälchen gekauft und da sah das Ganze dann besser aus. Relativ lange ist sehr, sehr wenig passiert. Das war dann natürlich voll das Highlight für mich, als dann so die ganz kleinen ersten, ich glaube die Tomaten sind als erstes rausgekommen. Und das war voll das Highlight für mich, so boah, aus so einem kleinen Samen wächst jetzt was raus, wie kann das sein? Und jetzt, wenn ich die Pflanze jetzt angucke, ist es noch krasser, so aus so einem kleinen Samen wächst sowas Riesiges. Aber da war es schon krass, dass einfach nur so eine ganz, ganz kleine Pflanze rausgekommen ist. Die Pflanzen habe ich hier am großen Südfenster stehen gehabt, damit es möglichst viel Licht gibt, weil halt im Februar wirklich noch sehr, sehr wenig Licht ist. Das hat am Anfang auch relativ gut funktioniert, so zum Keimen und so war das okay. Ich glaube aber auch dann die Temperatur danach war halt hier im Wohnzimmer. Wir haben halt nur das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer und das Schlafzimmer ist einfach zu dunkel gewesen noch im Februar. Und ich glaube, die Temperatur war dann auch nicht so ideal, weil die eigentlich kälter stehen sollten, nachdem sie dann rausgekeimt sind. Für den Anfang war es noch voll gut, aber ich habe dann schon gemerkt, die Tomaten, die werden relativ lang. Also die sind nicht so klein und kompakt geblieben, sondern so ein bisschen vergeilt. Das war jetzt nicht schlimm. Ich habe es dann relativ rechtzeitig abgefangen. Im Februar sind diese paar kleinen Pflänzchen so vor sich hingewachsen und im März dann konnte ich es immer noch nicht weiter erwarten und habe irgendwo gelesen, dass man auch schon Zucchini und Gurken vorziehen kann. Ich glaube, das betrifft auch eher die Gewächshausleute und habe das dann gemacht und die sind richtig schnell gewachsen, aber total in die Länge geschossen. Also das war gar nichts. Die habe ich dann tatsächlich dann im März noch aufgegeben und die Pflanzgefäße anderweitig benutzt. Und auch die Kohlrabis, die ich ganz am Anfang angepflanzt hatte, die sind auch sehr, sehr lang geworden. Da habe ich auch nur ein paar von dann umgetopft und die, die super lang geworden sind, die habe ich auch aufgegeben und dann einfach später nochmal Kohlrabi gesehen. Was ich dann auch noch angefangen habe vorzuziehen im März, war Rucola und Salat. Ich glaube, ich habe von diesen ganz kleinen Salatpflänzchen gar keine Aufnahmen. Dann später, wenn ich sie dann umgetopft habe. Aber der Rucola ist auch total in die Höhe geschossen und den habe ich dann auch erstmal gelassen und später nochmal gepflanzt. Was ich im März dann auch noch gemacht habe, ich habe nämlich irgendwann, ich hoffe, ich glaube, es war im März, bei Aldi so einen Kartoffelturm gefunden. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch eine Packung Kartoffeln, Saatkartoffeln heißen die, glaube ich,
bestellt. Es sind eigentlich einfach ganz normale Kartoffeln, die schon so ein bisschen geäugelt haben. Also die schon so ganz kleine, die schon so kleine Ansätze von Wurzeln haben. Und die habe ich erstmal ja so ein bisschen vorkeimen lassen. Ich habe die mit diesen Ansätzen nach oben in einen Eierkarton gesteckt und sie dann einfach hier im Wohnzimmer an einen hellen, warmen Ort gestellt, um so ein bisschen eben das rauskeimen zu lassen. Mitte März ging es dann auch ans erste Umtopfen. Da habe ich dann auch diese langgezogenen Gurken und Zucchini rausgeschmissen, weil das einfach wirklich zu früh war, und habe das dann genutzt, um da die Tomatenpflanzen, die schon so kleine Laubblätter bekommen haben. Also man soll die dann umtopfen, wenn diese Keimblätter schon überwachsen wurden von so ein bisschen größeren Blättern. Die sehen dann noch anders aus als diese kleinen Keimblätter. Und habe dann eben die Tomaten umgesetzt und die Paprika, den Salat. Alles immer noch in Anzuchterde, aber einfach ein bisschen mehr Platz gegeben. Aber ich habe es halt auch genutzt, um die Tomaten, die so ein bisschen länger schon geworden sind, ein bisschen tiefer zu setzen. Das kann man bei Tomaten ganz locker machen. Einfach, wenn sie so ein bisschen vergeilt sind, sagt man ja, die einfach tiefer in der Erde einzugraben, wenn man sie umpflanzt. Und dann bilden sie an dem länger gewordenen Stiel auch noch schön Wurzeln. Das kann man bei Tomaten ohne Probleme machen. Da ist es nicht so schlimm, wenn die länger werden. Was ich auch noch vorgezogen habe, wie ihr gerade gesehen habt, sind Zwiebeln, so rote. Da hatte ich auch schon mal eine Ladung ganz am Anfang irgendwann gemacht. Die sind mir nicht so super gelungen. Da habe ich dann auch noch mal welche nachgesät. Das hat auch nicht so geklappt. Ja, da würde ich, glaube ich, nächstes Jahr nicht Zwiebeln aus Samen säen, sondern es gibt ja auch so Steckzwiebeln, wo man so kleine Zwiebeln schon einpflanzt und die dann wachsen. Und ich glaube, das ist so ein, für Anfänger vor allem, eine bisschen bessere Taktik, als sich wirklich vorzunehmen, aus Samen Zwiebeln zu säen. Und auch den Rucola, der, wie ihr hier sehen könnt, sehr lang in die Höhe geschossen ist, habe ich dann nochmal neu vorgesät. Ich glaube, jetzt würde ich den gar nicht mehr vorsäen, vorziehen, weil es schon auch dann sehr fitzlig ist, diese kleinen Pflänzchen umzupflanzen, dann ins Beet, und der wächst eigentlich relativ schnell. Da würde ich den dann schon irgendwann im April oder so direkt ins Beet tun, aber irgendwie hatte ich irgendwo gehört, dass man Rucola vorziehen kann, und habe das dann gemacht. Aber ja, ich glaube, so viel gebracht hat es dann tatsächlich gar nicht. Mitte März habe ich mich dann durchgerungen, eine Pflanzenlampe zu kaufen. Also so eine Lampe, die genau die Lichtspektren aussendet, die Pflanzen eben aus der Natur zu diesen frühen Jahreszeiten noch nicht bekommt. Und ja, ich dachte erstmal, nee, das geht auch ohne und ich will nicht so viel Geld ausgeben, weil eigentlich baut man ja Gemüse an, um es nicht kaufen zu müssen, damit es dann günstiger ist. War jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall. Mangold habe ich dann auch irgendwann Mitte, Ende März angefangen vorzuziehen. Da habe ich so ein F1-Ding gefunden. Ich glaube, ich habe gar keinen anderen Mangold gefunden und ich wollte diesen bunten haben und nichts online bestellen. Das ist jetzt vom Rewe. Das ist einer, wo man eben die Samen nicht nehmen kann, um dann das nächste Jahr wieder Pflanzen daraus zu ziehen. Ich weiß nicht, warum es sowas gibt, diese F1-Hybride. Warum? Vielleicht hat es auch irgendwas mit der Züchtung zu tun. Die schmecken dann besser. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, warum man Pflanzen zieht, wo man dann die Samen nicht benutzen kann zum Weitervermehren. Ja, aber ja, diesen Mangold habe ich dann auch irgendwann im März angefangen vorzuziehen. Und das Ganze kam dann auch mit unter die Pflanzlampe im Gästeklo. So, und dann, Leute, war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich endlich um Beete kümmern konnte. Ich glaube, das war von Kaufland oder von Bauhaus. Ein Bauhaus gibt es hier bei uns nicht, deswegen konnte ich da nicht vor Ort gucken. Und da habe ich ein bisschen größeres Plastikhochbeet als die ich da immer beim Baumarkt gesehen hatte, hier bei uns. Mit einer Haube für, glaube ich, nur 45 Euro pro Stück oder so gefunden. Genau, und davon habe ich zwei Stück gekauft und ja, natürlich direkt aufgebaut, obwohl ich noch nichts reingepflanzt habe, weil es einfach noch zu kalt war im März. Es hat noch geschneit bei uns, aber ja, natürlich direkt aufgebaut. Hier haben wir es erstmal auf dem Balkon befüllt und da habe ich beim Thom, glaube ich, oder beim Obi, ich glaube, das gibt es bei allen Baumärkten,
gibt so spezielle Hochbeetfüllerde. Ich glaube, wenn es noch ein kleineres Hochbeet wäre, würde ich das nicht in so Schichten machen. Aber da habe ich es mit diesen klassischen Hochbeetschichten gemacht. Jetzt nicht mit 5, wie man es bei einem großen Hochbeet im Garten machen würde, aber mit 3 Schichten, unten so Holzschnitzel, in der Mitte Kompost und obendrauf Hochbeeterde. Und das gibt es eben bei den meisten Baumärkten schon so zu kaufen. Wahrscheinlich könnte man es irgendwie anders, billiger machen. Aber das war halt praktisch, weil da gab es einen Pack für die Schnitzel, einen Pack den Kompost und einen Pack die Hochbeeterde, beschriftet mit 1, 2, 3. Und damit haben wir das dann befüllt und es hat genau gepasst. Also ich glaube, es waren, ja, wie viel war jeder Sack? 30 Liter? 40 Liter? Aber das hat perfekt gepasst für die Hochbeethöhe. Es ist jetzt alles so ein bisschen abgesackt, weil sich das ja, weil der Kompost ja noch arbeitet und so ein bisschen sich alles setzt. Und das bleibt da jetzt auch erstmal drin für ein paar Jahre. Ich werde die Erde immer wieder jedes Jahr auffrischen, aber man muss nicht jedes Jahr neue Erde kaufen. Das habe ich dann auch direkt bepflanzt, weil ich von den Leuten in der Fried-Fruit-Community das Go gegeben bekommen habe, dass ich da schon was reinpflanzen kann. Und zwar habe ich erstmal Erbsen gepflanzt und Spinat. Und diese Pflanzen sind vielleicht ein bisschen frostsicherer als andere. Ich dachte halt, ja, die wachsen dann und wenn es nochmal friert, dann macht es denen nicht so viel aus. Ich hatte ja auch diesen Frühbeet-Aussatz. War im Prinzip egal. Ich hätte das Ganze auch einfach einen Monat später pflanzen können, weil einfach Mitte März, als ich das gepflanzt hatte, es bei uns hier im Allgäu viel zu kalt war. Und ich glaube, die Samen, die waren einfach in der Erde und haben so vor sich hingewartet, bis es irgendwann wärmer wurde, weil es einfach zu kalt war. Es hat geschneit, es hat gefroren und die Samen haben sich so gedacht, okay, jetzt warte ich halt hier, bis es wärmer wird. Und dann irgendwann im April kam es dann erst raus. Also das hätte ich mir auch sparen können, aber ich war natürlich ungeduldig und konnte es nicht abwarten. Dann waren da die Samen zumindest schon mal drin und haben gewartet, bis sie wachsen konnten. Zwischendrin gab es natürlich auch immer so Phasen. Ich weiß noch, im Februar saßen wir hier mal bei 20 Grad auf dem Balkon. Also in der Sonne waren es 20 Grad. Und dann wurde es wieder super kalt. Und im März gab es auch solche Phasen natürlich. Und da habe ich, diese Phasen habe ich genutzt, um die Jungpflanzen, die ich unter der Pflanzlampe hatte, so ein bisschen abzuhärten. Also das ist wichtig, dass man das macht, damit die sich zum einen an Wind und auch ein bisschen wilderes Wetter gewöhnen und Wind ist auch gut, um die zu stärken, aber auch an die Sonne und an das UV-Licht. Wenn man die dann irgendwann im Mai nach den Eisheiligen raussetzt und die direkt die ja schon relativ starke Mai-Sonne abbekommen, dann verbrennen die. Deswegen sollte man in den vorigen Monaten, die halt untertags, wenn es nicht Minusgrade hat, immer wieder mal raustun, damit sie sich schon an die Wind- und Wetterumgebung und Sonne gewöhnen können und dann halt abends wieder reinholen, weil es einfach nachts noch zu kalt ist. So, das war dann relativ Ende März, als dieses Hochbeet hier noch stand und die Erbsen und der Spinat nicht gewachsen ist, habe ich dann den Salat, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Salat nicht so kälteempfindlich ist und ich hatte ja auch diesen Frühbeetaufsatz, habe ich den Salat schon mal rausgepflanzt, dann hatte ich auch ein bisschen mehr Platz wieder unter meiner Pflanzlampe und dann irgendwann haben wir das Hochbeet samt dem Salat auf den anderen Balkon transportiert. Das ist so ein Easy Leaf Salat, heißt der, das hatte ich jetzt gar nicht gezeigt. War dann, würde ich jetzt glaube ich nicht nochmal in der Menge irgendwie anpflanzen, sondern ich würde mehr so Kopfsalate und so nehmen, aber da stand irgendwie, der ist voll einfach und wächst schnell. Den habe ich dann schon mal rausgepflanzt, hat ihm auch nicht geschadet. Ich habe dann auch irgendwann so ein Vlies gekauft, so ein Frostschutzvlies, was ich dann noch zusätzlich zu der Frühbeethaube über Nacht über die Pflanzen tun konnte, damit sie wirklich dann noch, als es doch noch frostig war, nicht so viel Frost abbekommen und ich hatte eigentlich auch keine Probleme. Manchmal sind sie so ein bisschen gehangen und man hat ihnen angemerkt, dass es kalt ist, aber es hat dann letztendlich nicht geschadet und nichts ist irgendwie wirklich erfroren. Ende März haben wir dann auch endlich das zweite Hochbeet befüllt, dann auf dem anderen Balkon. Da habe ich dann auch direkt gepflanzt. Zum einen war ich zu der Zeit irgendwie voll auf dem Pak Choi-Trip, also habe ich Pak Choi gepflanzt, habe ich mich richtig drauf gefreut.
selber Pak Choi ernten zu können. Außerdem was auch richtig gut geklappt hat, was auch schon richtig früh im Jahr geht, sind Radieschen und die sind auch richtig schnell gewachsen. Das waren so die ersten, die in diesem Beet kamen. Das hat natürlich insgesamt, habe ich das Gefühl, auch nochmal 3 Wochen gedauert, bis da irgendwas kam. Aber die Radieschen haben sich dann richtig gut entwickelt und sind richtig schnell gewachsen. Was dann auch noch in das Beet kam, waren Karotten bzw. Möhren. Die wachsen auch jetzt immer noch. Also habe ich bisher 2, 3 geerntet und die sind leider so klein. Aber ich lasse sie noch ein bisschen wachsen in der Hoffnung, dass sie größer werden. Also die brauchen meiner Meinung nach relativ lange, zumindest jetzt die Sorte, die ich gepflanzt habe. Und als letztes kamen noch Lauchzwiebeln. Die sind auch immer noch im Beet, kamen in so Pflanzbändern. Also da waren schon die Samen im richtigen Abstand auf so einem Papierband, was dann verrottet. Und es hat richtig gut geklappt. Es ist auch richtig komfortabel, das einzupflanzen, wenn man wirklich nicht jeden Samen einzeln machen muss und sich keine Gedanken über die Abstände machen muss. Das durfte dann anfangen, vor sich hin zu wachsen. Anfang April habe ich dann die paar Kohlrabis, die nicht super lang vergeilt waren, auch nach draußen gesetzt, weil Kohlrabi auch relativ kälteresistent ist. Habe es dann auch noch bei Frost immer mit diesem Vlies abgedeckt. Aber da durften dann die Kohlrabi-Pflanzen, wo man hier auch schon sehen kann, die schon so richtig schöne Kohlrabi-Blätter bekommen haben, auch raus. Und je mehr Pflanzen ich raussetzen konnte, desto besser wurde es dann auch unter meinen Pflanzlampen. Und ich glaube, wenn ich das alles drin gelassen hätte noch länger, hätte einfach viel zu wenig Platz unter diesen Lampen gehabt. Und dann Mitte April habe ich noch einen Versuch gewagt und Zucchini und Gurken in schon relativ große Töpfe gepflanzt, was auch die beste Entscheidung war, weil die super schnell wachsen und super schnell groß werden und es überhaupt nicht mögen, umgetopft zu werden. Deswegen habe ich sie dann in so Töpfe mit so, weiß ich nicht, 13 cm Durchmesser getan und die Erde richtig fest gepresst, damit ich die dann auch so in einem Stück wieder rausnehmen kann, wenn ich sie dann nach draußen pflanze, damit ich die Wurzeln nicht verletzen muss. Weil das mögen die gar nicht und das hat auch richtig gut geklappt. Also da bin ich sehr proud. Da ist mir nichts gestorben. Das Komische war nur, ich habe 2 Zucchinis gepflanzt. Ich wollte eigentlich nur eine haben, deswegen habe ich 2 gepflanzt, falls eine nichts wird. Und eine ist tatsächlich gar nichts geworden. Also aus dem Samen ist einfach nichts rausgekommen. Ich habe dann irgendwie Wochen später mal geguckt, während die andere schon richtig groß war und der Samen, weiß ich nicht, war einfach tot oder keine Ahnung, hatte keine Lust zu wachsen. Aber deswegen ist es gut, immer ein bisschen mehr zu säen, als man braucht, um eben solche Fälle abzufangen. Dann so Mitte, Ende April waren die Tomatenpflanzen dann schon echt, wie man hier sehen kann, relativ groß, also die haben wirklich alle anderen überragt, die wachsen wirklich schnell und wenn man da mit dem Februar anfängt, ist es einfach zu früh. Aber ja, da ist dann alles richtig schön gewachsen und das kam auch der Spinat schon ein bisschen raus. Ganz, ganz, ganz klein die Erbsen, also es hat wirklich einen Monat gedauert und die Karotten und Radieschen haben die Erbsen und den Spinat irgendwie überholt. Also der Pak Choi ist richtig, richtig schnell gewachsen und die Radieschen auch. Da sieht man sogar schon kleine Radieschen. Und dann Ende April habe ich mich auch um die Kartoffeln gekümmert. Da habe ich diesen Kartoffelturm befüllt mit normaler Gemüseerde und dann so ein bisschen Dünger vermischt. Ich weiß jetzt letztendlich nicht, ob der Dünger nicht zu viel war und es vielleicht gar keinen Dünger braucht, weil mir das Kraut, also die Pflanzen, die oben rauskommen, richtig in die Länge geschossen sind. Aber ja, ich habe dann in jede Ecke immer so eine Kartoffel gepackt. Da kann man auch richtig gut sehen, wie die schön so schon gesprossen sind und eben schon so einen kleinen Vorsprung hatten. Und da ist eben auch der Vorteil, dass diese Töpfe, die man übereinander stapelt, durchlässig sind. Und wenn man eben oben gießt, ich habe dann natürlich unten auch gegossen, aber das läuft dann alles runter und auch die Nährstoffe von oben kommen unten an. Und ja, das habe ich dann mit dem ganzen Turm gemacht und ganz oben habe ich keine Kartoffeln reingetan, da habe ich Kapuzinerkresse angepflanzt. So, und jetzt befinden wir uns im Übergang von April zu Mai. Wir waren über das erste April-Wochenende für 10 Tage im Urlaub und da konnte ich zum ersten Mal meine Bewässerungsstrategie testen. Ich habe so eine Indoor-Bewässerungsanlage von meinen Zimmerpflanzen noch gehabt, die hatte ich auch bei Aldi gekauft vor ein paar Jahren und das hat richtig gut funktioniert.
Vor allem, als es noch so ein bisschen kühl, als es noch kühler war und nicht die Sonne den ganzen Tag gebrannt hat. Deswegen konnte ich alle Pflanzen richtig gut an diese Bewässerung anschließen. Und den Pflanzen draußen ging es super und die sind über die 10 Tage richtig, richtig gut gewachsen. Man sieht jetzt hier auf den Bildern das Endergebnis. Also quasi, als wir vom Urlaub zurückgekommen sind, wurde ich von diesem Bild erwartet. Und vor allem der Pak Choi ist richtig groß geworden. Nach diesem Urlaub, eben so Anfang Mai, konnte ich dann noch die ersten Radieschen ernten. Das war richtig cool. Und auch von dem Pak Choi habe ich schon so junge Blätter abgemacht und geerntet. Was auch gut war, denn von dem hatte ich nicht mehr so lange was, weil der auch direkt in die Blüte geschossen ist, weil es im Mai dann zu hell und zu warm für ihn wurde. Dann so ein bisschen weiter im Mai sah der Garten so aus, der Balkon so aus. Der Kohlrabi ist richtig gut gewachsen und der Pak Choi, wie man sieht, schon abgeerntet. Und da kam auch dann aus dem Kartoffelturm was raus. Und das fand ich richtig cool zu sehen, wie aus diesen Kartoffeln diese grünen Pflanzen rauswachsen. Und irgendwie war das voll das Highlight für mich zu sehen, wie da aus jeder Ecke die Kartoffeln rauswachsen. Und was man hier noch sehen kann, das hatte ich jetzt gar nicht mitgefilmt, wie ich das umgepflanzt hatte. Ich habe den Mangold dann irgendwann rausgepflanzt und auch den Rucola hatte ich noch so einen relativ großen Blumenkasten gekauft. Ich wollte jetzt nicht noch ein Hochbeet kaufen und dieser große Blumenkasten hat sich perfekt dafür geeignet. Und der Mangold ist da richtig gut gewachsen und auch der Rucola. So, und dann war es endlich nach den Eisheiligen Mitte Mai. Und die Eisheiligen waren bei uns tatsächlich eisheilig. Also ich glaube, es war wirklich nochmal kalt. Und es war gut, dass ich noch so lange gewartet hatte. Und da konnte ich dann die ganzen Pflanzen, die ich drin vorgezogen hatte und die schon so lange gewartet hatte, dann konnte ich endlich die Tomaten, Paprika, Gurken und Zucchini, die schon alle relativ groß geworden sind, in ihre endgültigen Pflanzgefäße packen. Da habe ich so große Pflanzsäcke gekauft aus so Filz und die auf so Untersetzer gesetzt. Und da geht es ihnen bisher sehr gut. Irgendwie habe ich kein Video gemacht von den Tomaten und den Paprika, die ich umgetopft hatte. Aber ich habe Fotos und die kann ich euch hier auch einblenden. Dann seht ihr zumindest, wie die noch in klein aussahen. Und gleich zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen, wie sie jetzt aussehen. So, und dann sind wir auch schon im Juni. Da sah mein wärmeliebende Pflanzenbalkon so aus. Und die Gurken und Zucchini sind richtig gut gewachsen, auch die Tomaten richtig schnell. Die Paprika sind so insgesamt ein bisschen langsamer, die sind jetzt auch langsam, deswegen da ist es wirklich gut, früh mit anzufangen. Aber ja, hier sieht man schon so kleine Baby-Gurken und das war richtig, richtig cool zu sehen, wie die sich da so rum mit ihren Fangarmen so rumwursteln um die Stangen und wie zu sehen, wie wirklich die ersten Blüten und Früchte kommen. Auch bei den Paprika, als dann so eine Blüte kam, das war so ein richtiges Highlight für mich, zu sehen, wie wirklich aus so kleinen Samen so große Pflanzen werden. Und die stehen bei uns leider auf dieser Matte, weil eben der Balkon durchlässig ist und es sonst beim Nachbarn landet. Und wenn man gießt aus diesen Töpfen, das halt an den Seiten rausläuft und das ist halt kein klares Wasser, sondern braunes Wasser. Da hatten wir schon Erlebnisse dieses Jahr, weil diese Balkone ein bisschen fehlkonstruiert sind. Deswegen müssen wir leider zu solchen Maßnahmen greifen. Und die Kartoffeln haben wirklich dann angefangen, richtig zu wuchern. Also die Kartoffelpflanzen sind richtig geschossen. Der Kohlrabi hat dann auch irgendwann sich gedacht, jetzt gehe ich richtig ab. Das war auch richtig cool. Und da sieht man sogar jetzt hier daneben noch ein bisschen was von dem Salat, von dem ich gerade geredet habe. Und ja, jetzt so wirklich Mai, Juni war dann das, wo alles richtig schön angefangen hat zu wachsen. Die Zucchini hatte ich dann mal umgezogen auf den anderen Balkon, weil sie hier in der Sonne irgendwie immer total gehangen hat. An der Stelle, wo der Pak Choi und die Radieschen waren, hatte ich dann noch Zuckererbsen angepflanzt. Also nicht Zuckerschoten, Zuckererbsen heißen die, glaube ich. Also nicht so Erbsen, Schalerbsen, sondern diese, die man schon klein erntet, die oft in asiatischen Gerichten sind. Und die sind auch richtig schnell gewachsen. Und auf diesen Aufnahmen sieht man den Spinat. Da habe ich wirklich nicht viel von geerntet. Da habe ich noch so ein paar kleine junge Blättchen genommen für so Salat. Aber der ist leider total schnell in die Blüte gegangen. Ich habe ihn dann noch blühen lassen, einfach für die Insekten. Aber den würde ich auch, glaube ich, eher im Herbst anpflanzen. Und dann kam eine Phase, die war sehr kritisch, denn wir waren im Juni bis zum 1. Juli ungefähr 3 Wochen im Urlaub. Und das war die Zeit, wo eigentlich richtig viel wächst und es richtig viel Wasser braucht, weil es richtig warm wird. Und ich hatte dann dieses Set von Aldi, dieses Bewässerungsset, nochmal nachbestellt bei irgendeinem eBay-Händler, wo es das noch gab.
und um dann die ganzen anderen Pflanzen auf dem anderen Balkon anzuschließen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Meine Eltern sind dann nach 2 Wochen, weil die waren auch im Urlaub, mal hergekommen nach ihrem Urlaub und haben ein paar Bilder geschickt. Die Kartoffeln haben ein bisschen gelitten, die sind sehr gehangen und auch die Kapuzinerkresse ist teilweise sehr vertrocknet. Aber als man die Kartoffeln gegossen hat, haben die sich einfach wieder aufgestellt und es so getan, als wäre nichts gewesen. Man sieht hier auf dem Bild, wie lang die geworden sind. Also die sind wirklich, wirklich geschossen. Meine Mutter dachte erstmal, es sind Tomaten, weil die Blätter relativ ähnlich aussehen. Und ja, im Hintergrund sieht man auch schon die Zucchini, wie groß die geworden ist. Und ja, meine Mama hat mir dann noch ein paar Bilder geschickt von der Zucchini und dem Kohlrabi. Und denen ging super. Es war insgesamt ein bisschen zu wenig Wasser. Das ist einfach ja, keine professionelle Bewässerungsanlage für Gemüse. Aber es hat dafür gesorgt, dass das meiste Gemüse überlebt. Und als wir dann zurückgekommen sind, konnte ich meinen Augen nicht trauen, aber ich habe 3 riesige Gurken geerntet. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, als wir weggefahren sind, waren wirklich nur so ganz kleine Gurkenansätze und Blüten da. Und innerhalb dieser 3 Wochen sind die so explodiert, dass ich wirklich riesige Gurken ernten konnte. Und dann konnte ich auch direkt ein paar Karotten ernten. Die sieht man hier auch, die sind relativ klein. Ich weiß nicht, ob die noch größer werden. Und ein paar Erbsen. Bei den Erbsen und den Zuckerschoten muss ich leider sagen, die habe ich mittlerweile rausgerissen. Die hatten einfach, glaube ich, zu wenig Wasser und zu viel Sonneneinstrahlung. Also diese Kombination ist, glaube ich, nicht so gut. Die hätten einfach mehr Wasser gebraucht. Und leider wurden die komplett befallen von Blattläusen. Und das ist so ein Problem, was ich aktuell habe, womit ich aktuell jeden Tag kämpfe. Blattläuse. Was ich dann auch direkt nach dem Urlaub ernten konnte, war der Mangold. Den habe ich dann auch vor den Blattläusen gerettet. Da waren auch schon einige Blattläuse dran. Und ja, es war richtig schön zu sehen, wie vor allem die Pflanzen auf dem Westbalkon, also die eh richtig groß werden, wie schön die gewachsen sind, die Gurken, die Paprikas und die Tomaten. Man sieht jetzt hier, das habe ich jetzt gestern aufgenommen, wieder neue Gurkenansätze. Komischerweise sind manche so vertrocknet. Ich weiß nicht, ob die irgendwie nicht befruchtet wurden. Und ich habe auch eine Gurke gefunden, die so ein bisschen angeknabbert war. Kombiniert mit jedem Tag neuen komischen, ja, Kotkötteln auf diesem Balkon. Ich glaube, das sind irgendwelche Vögel. Ich habe sie noch nicht entdeckt. Falls ihr da Tipps habt, wie ich die davon abhalten kann, meine Gurken anzufressen, immer her damit. Kleine Paprikas habe ich auch schon entdeckt. Und die Tomaten wachsen auch richtig gut. Also habe ich richtig viele Rispen mit so kleinen Tomaten. Was ich bei 2 Tomaten entdeckt habe, ist Blütenendfäule. Die habe ich aber schon weggeschmissen und leider vergessen zu filmen. Und das passiert oft in solchen stark zehrenden Pflanzen in Töpfen, wenn sie zu wenig gegossen werden, glaube ich, und zu viel Sonne abbekommen oder irgendwie sowas, ist auf jeden Fall Kalziummangel. Dafür, und ich glaube, das hat die Zucchini auch ein bisschen, weil manche von den kleinen Zucchinis so richtig gelb am Ende werden und die sehen auch nicht aus, als würden sie es irgendwie überleben. Und dafür habe ich Urgesteinsmehl gekauft. Das ist, glaube ich, einfach gemahlenes Vulkangestein aus Deutschland, keine Ahnung. Ein richtig großer Sack. Und davon habe ich ein bisschen was auf die Pflanzen aufgestreut und eingearbeitet und dann angegossen. Ich habe auch alles nochmal mit einem Flüssigdünger gedüngt bei diesen stark zehrenden Pflanzen, weil ich glaube, es da langsam Zeit für wurde und hoffe, dass ich damit diese Blütenendfäule, diesen Kalziummangel beheben kann. Habe ich zumindest viele gute Erfahrungen drüber gehört. Ja, und hier sieht man ein bisschen die mickrigen Zwiebeln. Die eine kippt ein bisschen um und die sind irgendwie auch voller Blattläuse. Eigentlich mögen Blattläuse keine Zwiebeln, aber ja, dieses Jahr scheint echt eine Blattlausplage zu sein. Den Laufzwiebeln und den Karotten geht supi. Da sind auch ein paar Blattläuse dran. Das sprühe ich auch immer, vor allem den Kohlrabi sprühe ich immer ein, weil da relativ viele dran sind. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwie in den Griff bekomme oder ob ich da noch mehr Gemüse dann wegschmeißen muss dieses Jahr. Ja, und das ist der Stand von Anfang Juli, also das, was wir jetzt haben. Ich habe wieder Platz im Beet, weil ich die ganzen Erbsen rausgerissen habe. Und ja,
Das war so the journey. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Ich bin kein Profi. Das soll kein Video sein, um euch irgendwie Tipps zu geben oder irgendwas. Ich habe hier ein paar Erfahrungen geteilt und Lektionen, die ich gelernt habe. Ich werde mich jetzt weiter mit den Blattläusen rumschlagen und versuchen, die irgendwie in den Griff zu bekommen. Falls ihr da ultimative Tipps habt, gerne immer her damit. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr gärtnert, ob ihr im Garten gärtnert, ob ihr auch auf dem Balkon gärtnert und wie da so eure Erfahrungen sind. Ob ihr es mal probiert und aufgegeben habt oder ob ihr richtig, so wie ich, gehypt seid. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mit einem neuen Gartenvideo wieder oder mit einem komplett anderen Video. Bis dahin. Tschüss.